So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir sehr, sehr lange uns mit dieser Kugelquest beschäftigt, aber am Ende alle Kugeln, alle sieben Kriegerinnen zusammenbekommen und wurden damit mit dem Gerudo-Heiligtum belohnt. Das waren 300 Rubine und eine Waffenkammer. Und dann haben wir aber im Hintergrund noch gesehen, durch so ein Gitter. Es ist wieder kalt, ich werde hier bekloppt. Durch so ein Gitter haben wir gesehen, dass da noch ein Dings ist. Ein Majoi-Signum. Aber da kamen wir nicht ran. Da scheint es irgendwo einen Strudel hier in der Nähe zu geben. Einen Treibsandstrudel. Ich weiß es nicht genau, wo der sein soll. Aber ich muss mich da jetzt mal orientieren. Ja, hier ist das Heiligtum. So. Wo würde ich den Strudel... Also, wir sind hier reingelaufen. Ja, eigentlich schon irgendwo hier so, ne? Theoretisch schon irgendwo da so. Gucken wir mal, ob wir hier einen Strudel finden, zufällig. Oha, ich hätte nicht gedacht, dass die Reichweite reicht. Okay. Crazy. Hier findet man einfach ein paar Ölflaschen. Aber nicht, was ich suche. Das ist nicht der Strudel, von dem wir geredet haben. Hier ist Moldora, ne? Ja, da hinten ist Moldora. Nee, das ist auch viel zu weit schon weg. Ich hätte eine Markierung setzen sollen. Ich hätte eine Markierung setzen sollen. Das wäre vielleicht klug gewesen. Ich hätte eine Markierung setzen sollen. Scheiße. Wo ist es jetzt? Jetzt dieser Treibsand. Vielleicht hier? Nee. Hier sind nur dumme Gegner. Kein Interesse. Ciao. Da ist das Eisding. Fuck, ich habe keine Ahnung. Ne? Das ist schlecht. Jetzt müsste ich nochmal reinlaufen. Ah, wobei. Doch, können wir machen. Pass auf. Pass auf, so weit ist das gar nicht gewesen. Soweit ist es gar nicht gewesen, weil das war ja hier am Anfang. Und ich komme zwar jetzt nicht dorthin, aber ich kann ja trotzdem mir kartentechnisch die Sachen markieren, die ich brauche. So, weil genau hier geht's ja durch. Und da drüben, das ist der Sand, den ich suche. Das da drüben ist der Sand, den ich suche. Also wenn ich jetzt hier hingucke... Ja, moin, einfach hier. Da muss irgendwo was runtersegeln. Hä? Ah, das müsste man doch sehen dann. Hm.
Was soll denn da ein Treibsand sein? Ja, scheiße, hier ist halt gar keine Treibsand. Das ist jetzt schlecht. Nee. Das hilft mir leider also gar nichts. Mist. Aber wofür ist dann dieser Hinweis? Also, wie komme ich dann an das Signum ran? Ich meine, hier ist ja... Oh Gott. Aber sind es auch... Ne, das Tal der stummen Statuen ist jetzt, zählt nicht als Gerudo-Heiligtum. Ha! Warte, hier vorne ist auch ein Eingang. Wait a moment. Wait a moment. Und jetzt komme ich da hin. Oder was? Ah, okay, okay, okay. Okay. Alles klar. Jetzt wird alles... Jetzt ergibt sich hier ein Gesamtbild. Jetzt ergibt sich ein Gesamtbild. Und jetzt finden wir dann auch zum Signum. Okay, alles klar. Ach, nicht schon wieder. Aber warte. Bam. Okay, das reicht nicht. Wieso hat es jetzt die anderen nicht erwischt? Mann, du musst hierher kommen. So. Okay, jetzt kann ich da hoch. Guck mal, jetzt bin ich genau da, wo das Schwert ist. Auch witzig. Oh, warte, warte, warte. Nicht bewegen, nicht bewegen. Maxi-Echse. Schade. Egal. Ich habe sie fotografiert, das reicht. Yes, und jetzt sind wir hier. Dann ist hier einmal die Truhe. Okay. Und auf der anderen Seite haben wir das Signum gesehen. Was eine schwere Geburt, aber cool, dass wir es geschafft haben. Sehr cool, die Ruinen hier erobern zu können. Das war cool. Doch, hat mir gefallen. Gut.
Jetzt wäre die Frage. Was wir tun. Ich will auf jeden Fall die Fee noch erwähnen. Ach ja, Angelstädt. Angelstädt, Angelstädt. Da war was. Da war was. Ich habe hier irgendwo einen Schrein ausgelöst, ja hier. Wir machen jetzt Angelstädt. Komm, jetzt ohne, jetzt keine Ausreden mehr. Wir retten jetzt Angelstädt. So. So ein Ding ist das und nicht anders. Okay, das ist der Weg nach Angelstädt. Ich überlege nur gerade, wie ich hier möglichst geschickt vorgehe. Das Schöne ist, ich habe jetzt noch mal einige Gyptoknochen gefunden. Die kann man schön an die Pfeile ranmachen. Und kriegt dann richtig starke Pfeile. Weil für alles andere sind die Knochen ja nicht ge zu gebrauchen. Ach ja, der Brunnen war ja. Ich wollte in den Brunnen reingucken. Guck mal, was hier alles los ist. Wir starten jetzt erstmal im Brunnen. Wir starten jetzt erstmal im Brunnen. Schöne Schwertbananen. Ich denke, in den Brunnen komme ich ohne Stress rein. Hier ist auch kein Gegner, nix, ne? Hier komme ich einfach rein. Fischschild. Wieso kann ich den nicht auf? Hä? Also fotografieren, wenn das was Neues ist? Keine Ahnung. So, was ist hier los? Oh. Oh, damn it. Hier geht es los. Alter. So, der Trick. Drecksau. Okay, war ein schwarzer Bocklin. Okay, was hat er hier gemacht? Da stand's doch grad. Fischeharpune. Sick. Okay, ist jetzt nicht so krass. Röstpalm. Ach so, ja, okay. Gut, aber mehr ist jetzt hier auch nicht, ne? Das war jetzt einfach so, yo, ist halt ein Brunnen und da war ein Gegner drin. Aber ich komme auch nicht wieder raus. Ja, geil. Aber damit haben wir jetzt die Monsterhorde praktisch gestartet. Aber das sind hier überall. Überall sind irgendwelche Drecksäcke. Okay, wir fangen mal da drüben an.
kann nur immer wieder sagen, gerade jetzt merkt man es ganz besonders. Wie immer bei jedem Zelda aktuell, es fehlt leider an schöner Musik. Was sehr schade ist, aber es ist halt so. Da hat es mich kurz geschüttelt. Wo ist er denn? Wo sind die Drecksdinger? Jetzt kommen die Monstermaterialien. Wir nähern uns. Da, 61 Gyptoknochen. Geil. Die machen einfach mal 40 Damage. Okay, das ist schlecht. Oha! Ich muss das Horn einmal. Ja, du kannst mich gerade mal. Nice. So, das hier hat man alles schon. Röstschnapperkeule. So, aber ich will ja die Kollegen hier einmal fotografieren. Ach, haben wir schon, okay. Haben wir alles schon mal gehabt, auch in Ordnung. So, lief doch schon mal gar nicht so verkehrt. Da unten sind die nächsten. Ja, schon geil so. Das ist nicht so geil. Da ist jetzt nicht so geil. Sehr schön. Upsala. Darf ich den ganzen Loot liegen lassen nachher? Das wäre ärgerlich. Ja, sehr gut. Alter, die haben Angelstadt einfach dem Boden, dem Erdboden gleich gemacht. Sick. So, bevor meine nächste Fee sich irgendwann meldet, essen wir mal gerade was. Wir sollten ja noch genug zu essen eigentlich haben. Ohne Effekt und vielleicht habe ich nichts mehr ohne Effekt. Ich habe gar nichts mehr ohne Effekt. Boah, die ganzen gelben Herzen, ja komm. Maxi-Fischspieß, Maxi-Obst mit Pilzen. Davon haben wir eine ganze Menge. Aber ich habe nichts mehr ohne Effekt. Einfach mal normales Essen. Wie immer nicht. Krass. Ich habe immer mit Effekt hergestellt. Ja gut, dann ist auch egal. Ja komm, let's go. Du
Holzpfeile sind wichtig und richtig. Hier für eine Ansammlung hier. So, ich wollte mal gucken, ob ich von hier den da drüben rausnehmen kann. Der hat da nämlich so schöne Bombenfässer stehen. Eine gezielte. Oh, warte mal, wir machen das mal ganz anders. Na, nicht so. Ja, wobei, wo ist er denn jetzt? Hier. Wie weit kriege ich dich? Ein bisschen weiter darfst du vielleicht schon noch gehen. Schade. Okay, dann nicht mit ihr. Dann machen wir es mit der Donnerblume. Bleib doch jetzt einfach mal da oben drauf. Wie wär's? Bruder! Bam! Sweet. Nein, 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 um Gottes Willen. Mann, ich treffe nicht. Jetzt treffe ich. Aber ich treffe nicht richtig. Oh. Er rippt meinen Bogen. Sag mal, habe ich dieses eine Ding jetzt weggepfeffert, was ich da hatte, was am stärksten war? Das ist nicht gut, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Alles geht kaputt. Weiter. Mann! Ach, weißt du was? Paar Treffer habe ich gesetzt. So, wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt auf das Schiff hoch? Ah. Kann ich einfach hochklettern? Ja.
Nee. Nicht so wirklich. Nicht gut. Okay, das ist gut. Das ist nicht gut. Aber Mann, ich komme auf das Schiff nicht hoch. Das ist ja fies. Okay, ich fliege von so einer Palme aus rüber. Das wird ja wohl funktionieren. Ja, das muss funktionieren. Mann, spring doch! Boah, Link, ey. Jawollo! Das hat ihn erledigt. Sehr geil. Oha. Mann, ich kann halt nicht gescheit kämpfen. Es ist traurig. Erstmal den ganzen Loot hier sammeln. Aber der Loot ist sehr geil. Also alleine dafür lohnt es sich, hierher zu kommen. Komm her. Oh, Bruder. Sehr schön. Oh, was liegt da denn rum? Röst-Hyrule-Pilz, okay. Sah wie was anderes aus. Oh ne, jetzt ist das Loot im Wasser. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, aber die größte Monsterhorde haben wir hier jetzt gehabt drauf. Also die sind weg. Sehr, sehr gut. Oh, da unten lebt noch einer auf irgendeine Art und Weise. Ach, der kann schwimmen, der Xalfos. Ja, das ergibt Sinn. Okay, was haben wir hier noch? Können wir wieder Pfeile gebrauchen, so Zeug? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wichtig und richtig. Jawohl. Okay, hier sind noch richtig viele Pfeile. Kisten wollte ich vor allem sagen, sind hier noch richtig viele. Und das ist sehr wichtig, die ganzen Pfeile hier mitzunehmen. Ich habe richtig viele Pfeile verschossen. War auch gewinnbringend, aber ich habe sie halt verschossen.
So, imagine, du fängst es einfach an, während Blutmond ist oder so. Und dann kannst du alles nochmal machen. Das wäre bitter. So, wo schwimmt denn der jetzt rum? Okay, das war's. Dann auch mit ihm. Vielleicht sehen wir jetzt noch den Loot von dem anderen Boblin, der hier irgendwo ins Wasser geknallt ist. Ja, da hinten schwimmt er. Okay, das holen wir uns. Den Loot lasse ich mir nicht entgehen. Sehr geil. Alles noch gesnackt. So, okay, wo sind die nächsten Kollegen? Viele sind es nicht mehr. Oh, hier ist dann so ein Ding. Da oben sind noch ein paar. Ja, eigentlich nur einer. Juckt jetzt auch keinen mehr. Was du hier treibst. Ach, Bruder. Aber es ist meine letzte Fee gerade gewesen. Ich würde nochmal was essen, glaube ich. Okay, Masterschwert ist wieder weg. Schade. Alter! Dass die immer so übertreiben müssen. Aber habe ich jetzt noch eine Fee oder nicht? Ich muss das kurz kontrollieren, sonst gehe ich hier kein Risiko ein. Ich glaube, ich habe keine Fee mehr. Nee. Aber ich habe irgendwie habe ich eine Waffe weggeschmissen, wo ich nur ein einziges Ding hatte. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ja, kümmert euch jetzt mal um den Kollegen hier. Auch gleich down. Sehr schön. Ich sammle schon mal den Loot ein, während die anderen noch den erledigen. Hyrule-Reise ist genau der Loot, den ich gesucht habe. Ja, hier ist hier oben keiner, oder habe ich die Sachen schon eingesammelt? Wahrscheinlich habe ich die Sachen schon eingesammelt. So, hier gibt es nochmal guten Loot. Sehr guten Loot sogar. Den würde ich doch fast mitnehmen, den Felsbrockenhammer, muss ich gestehen. Ja, komm, passt schon. So. Und dann... Oh, damit könnten wir auch noch ein bisschen kämpfen. Aber ich würde jetzt tatsächlich gerade mal... ein paar Sonanium-Waffen herstellen noch für den Rest der Gegner. Wir müssen zwei Sonanium-Sachen auf den Boden droppen.
Es ist Sonanium. Ja, machen wir doch beide davon. So. Dann haben wir einmal ein mächtiges Sonanium-Schwert. Und wir haben einmal ein Sonanium-Schwert. In beiden Fällen auf jeden Fall gute Waffe jetzt hier erstmal am Start wieder. Gut. So, wo sind jetzt noch Gegner? Dürften jetzt ja nicht mehr viele sein, habe ich vorhin schon gesagt. Und dann kamen alle hinterher. Erstmal hier noch kaputt machen, weil das gibt gut Loot. Sehr schön. Pfeile sind wichtig. Da drüben sind noch ein paar, ne? Oh ja, ein paar ist gut. Sehr gut. Das läuft. Okay, wie kümmert sich um den? Oder auch nicht. Dann mache ich das halt. Mann, ich wollte ausweichen. Oh. Ah, jetzt habe ich eine gescheite Waffe. Jetzt habe ich immer eine gescheite Waffe. Das war wichtig. So. Schwertgras. Haben wir dann wahrscheinlich auch noch nie fotografiert, wenn ich es jetzt zum ersten Mal einsammle. Ja, sehr geil. Okay, hier gibt es Schwertgras. Good to know. Okay. Sehr schön. Spannendes drin. Oh, da kann man gar nicht rein, okay. Untersuchen. Ach, Numa ist hier, okay. Ja, ich rette dich, alles gut. Wir haben es gleich geschafft. Alter, der Loot ist insane. Von so einer Monsterhorde. War auch mein Essensverbrauch ist auch insane, aber ja. So, wo sind denn jetzt noch welche? Vielleicht da oben. Da ist noch ein Einzelner. Bist du der letzte, Kollege? Ich glaube, das ist der letzte. Ja. Ruf du mal Verstärkung. Ist recht. Sehr cool. Na sowas, die Monster lehren man gar nicht mehr. Sind sie etwa fort?
Roselle und alle anderen, ihr könnt jetzt herkommen. Das kann doch nicht sein. Die entsetzlichen Monster, sie sind alle fort. Jedes einzelne. Ich habe alles gesehen. Ich habe mich im Haus versteckt. Dieser edle Recke ist wie aus dem Nichts aufgetaucht und hat sämtlichen Monstern im Dorf das Licht ausgeblasen. Ich wusste es doch, hatte dich die ganze Zeit durchschaut. Du wirkst auf den ersten Blick vielleicht etwas schmächtig, aber in Wirklichkeit bist du hart wie Stahl. Das ist mir bei unserer ersten Begegnung direkt aufgefallen. Wir kennen uns, Landa, Alter. Vielen Dank. Wir konnten leider nicht viel mehr tun, als zuzusehen, wie die Monster über unser Dorf herfielen. Wärst du nicht gekommen, wäre unser Dorf nicht mehr zu retten gewesen. Wir alle stehen tief in deiner Schuld und danken dir von ganzem Herzen. Und ein paar Häuser haben den Angriff sogar überstanden. Lass uns gemeinsam anpacken und das Dorf wieder aufbauen. Nicht verzagen, Landa fragen. Als Zimmermann zimmert man sowas im Handumdrehen wieder zusammen. Das beherzte Handeln dieses jungen Mannes hat mein Handwerkherz neu entflammen lassen. Landa, du bist nur ein Besucher in unserem Dorf, aber willst selbst uns helfen. Vielen Dank auch dir. Da unser Dorf unter dem Monsterangriff arg gelitten hat, kann ich dir momentan leider gar nichts zur Belohnung geben. Doch sobald wieder alles aufgebaut ist, sollst auch du die Gastfreundschaft der Angelstätte erfahren. Dann werden wir zeigen, wie dankbar wir dir für deine Taten sind. Gedulde dich also bitte noch etwas. Okay. Wieder aufgebaut ist. Okay, wahrscheinlich muss ich beim Aufbau helfen. Ja. Lass mich ran, ihr braucht Holz. Oh. Ja, Lavahallen, dann sag, was du willst. Ja, Material, Baumstämme. Hyrule-Reis für die Dächer. Ich helfe euch. Was brauchst du denn jetzt alles? Oh. Grundpfannen der Gebäude. 15 Stämme. Wie Stämme? Stämme kann ich doch, hä? Was? Andere Bäume für mich zum Fall. 20 mal Hyrule-Reis. Oh. Mohan. Ah, dann ist das, dann zieht sich das aber auch noch. Ich muss jetzt Stämme bringen, aber die Stämme muss ich dann ja irgendwie zusammenkleben oder was? Weil er will ja nicht die Holzteile. Like, hä? Wie viel Hyrule-Reis? 18 Hyrule-Reis habe ich ja, toll. Ja, großartig. Ja, gut, weiß ich, ob wir jetzt Angelstätte wirklich richtig aufbauen. Das ist wahrscheinlich was, was sehr lange sich zieht. Aber wir haben schon mal gerettet. Aber ja, ich glaube, den Aufbau spare ich mir jetzt erstmal an der Stelle. Okay, 44 Minuten. Wir könnten auch einfach mal den Part eher beenden. Wie wäre es damit? Ja, eine Sache kontrolliere ich jetzt noch. Ich wollte auch mal dieses Schwert ans Ende laufen. Gucken, ob da noch irgendwas Spannendes ist. Na, also diese Schwertgeoglyphe meine ich. Im Himmel ist jedenfalls nichts Spannendes, außer das Ding da oben. Wieso kann ich denn nicht... Ach, weil Angelstätte jetzt ein Dorf geworden ist. Jetzt ist das hier... Jetzt sind hier meine Viecher nicht mehr, meine Kollegen. Das ist natürlich doof. Jetzt sind sie wieder da. Jetzt haben wir Angelstätte verlassen. Jetzt kann ich auch wieder... den hier machen. Das ging gerade eben nämlich nicht.
Okay. Schwertbananen sind sehr geil. Dafür kann man gutes Angriffsessen machen. Also wichtig und richtig. Und wir laufen jetzt einmal das Ding hier ans Ende und gucken mal, was da so ist. Und dann müsst ihr ja von hier nach Jotverde gehen, ne? Ich würde bei Jotverde mir wahnsinnig gerne mal den Untergrund anschauen und schauen, ob da was Spannendes ist oder nicht. Weil das hat ja extra einen Untergrund bekommen. Das wäre schon interessant. Das wäre schon sehr interessant. Da ist einfach ein Boot. Wenn man schneller vorankommen würde, ne? Die habe ich noch gar nicht. Dann gleich noch ein Foto hinterher. So. Eine Rüstungskrabbe gesammelt? Krass. Du kannst mal. Ich mal. Oh, Schwertkrabbe. Hier sind die ganzen Krabbenviecher, okay. Mist. Mist. Okay, ich muss hier ein bisschen mehr fotografieren. Hier sind Tierarten, die ich noch nicht hatte. Sumpfbüffel. Oh. Das ist keine Tierart. Aber da hinten. Ach, geh mir halt nicht auf den Keks. Tschüss. So. Okay. Warum ist der denn jetzt hier? Warum ist denn so einer jetzt noch hier? Okay, pass auf. Wir haben ja noch ein paar davon. Ach, scheiße. Okay, ihr seid jetzt auf so einem Haufen. Greife ich natürlich eine Bombe rein. Geil. Hoffentlich hat es gescheit wehgetan.
Sehr geil. Und das war's mit dir. Also auch hier wieder, ne? Bruder. Auch hier wieder der Loot von denen halt, ne? Sehr, 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 sehr schmackhaft. Wo ist jetzt dem sein Zeug hier? Alter, Bosspo Power, 3 Millionen Stück. Nice. Ach Mann. Ja, meine Waffe hat es dann auch gleich hinter sich. Bam. Die müssen doch jetzt auch gleich alle drauf gehen. Ah, der ist immer noch. Der Silberne ist halt noch recht krass. Der Silber ist halt echt noch krass. So, der ist jetzt auch down. Es bleibt noch der Kollege hier halt übrig. Oh. Ertrink. Nein, noch ein zweiter raus. Na, der trinkt nicht. Aber der fliegt immer woanders hin, als ich will. Okay, ich habe keinen Bogen mehr. Oh lol. Krieg ich ihn so zum Ertrinken? Ihn so down. Das ist so eine geile Fähigkeit. And that's it. Sehr geil. Okay, holen wir den restlichen Loot. Warum haben wir hier einen Ventilator jetzt ist? Okay. Kann man machen. Ach, weil man hier sich ein Boot wahrscheinlich bauen kann, ne? Okay, ja, hier war ordentlich was zu holen am Ende. Das muss man sagen. Zumindest mit einem Krog hätte ich hier noch gerechnet, aber gut. Vielleicht da oben. Ja, ich habe gedacht, ich probiere es mal. Vielleicht merkt das nicht. Lol. Spiel so, ah, verdammt, du kannst eh hochklettern. Dann kann ich dich auch hochleiten. Ja, moll. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal nach Jotwerle. Ah,
hier ist ja alles, was das Herz begehrt. Es wäre nur Batterie noch cool. Aber man kann kein Herz haben. Na toll. So, jetzt gucken wir mal, ob das ganze Ding das tut, was es soll. Also es treibt schon mal im Wasser. Das ist doch schon mal was. Yeah. Okay. So viel verbrauchen die zwei Ventilatoren jetzt nicht. Sehr, sehr, sehr gut. Dann fahren wir nach Jotverde und schauen uns im nächsten Part mal dort ein bisschen um. Oh, ich sehe jetzt schon, dass da eine richtige Festung ist. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch dahin will. Oh je. Ja, das ist eine richtige Festung. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Aber warum? Warum wollte ich hier eine Festung machen? Was haben die davon? Wir legen mal ganz am Rand an. Wir können uns hier... Ah. Ja, cool, ich habe keinen Bogen. Ausgerüstet. Da. Nice. Sehr schön. Tschüss. Okay. Wir begeben uns noch in den Untergrund. Oh, hier sind auch die ganzen Krabben. Weil da wollte ich als erstes reingucken. Wir speichern aber vorher mal. Für den Fall, dass es da unten nicht spannend ist, dass wir gleich wieder nach oben können. Oder ich sehe nichts. So. Okay, ja, es ist halt der Untergrund. Gibt es hier irgendwas Spannendes in der Nähe zu entdecken? Oh, hier wäre so ein Schatz. Okay, der ist gar nicht so weit weg. Okay, passt auf. Zum Abschluss des Parts laufen wir jetzt noch zu dem Schatz. Und dann hören wir auf. Alles klar? Cool.
Wieso darf ich da nicht hoch? Hier ist ein Gebäude. Arena der Einser... Oh, verflucht, das habe ich jetzt wieder gefunden. Was habe ich jetzt wieder gefunden? Das ist doch dann wieder so ein Ding, wo mich die Jäger gleich einsperren oder so. Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall ist da unten irgendwas Kämpferisches unterwegs. Ah, ich wollte doch jetzt nur zu dem... Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Zu dem Schatz kommen. Aber man sieht ihn noch nicht mal auf der kleinen Karte, ne? Aber kann man da überhaupt hin, ist die Frage. Was drücke ich denn? Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast da, wo Wasser ist, ist hier eine riesige Wand einfach ununterbrochen. Und ich glaube, ich komme da gar nicht durch. Das wird wohl der Fall sein. Ha. Ach so, ja, lol. Nein, kein Interesse an euch. Ja, okay, passt auf. Dann machen wir im nächsten Part die Arena. Vielleicht. Und gucken mal, was es hier unten noch so gibt. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.